Was ist? Dad geht's schlecht. Kann nicht atmen. Ich helfe dir. Jetzt? Das fühlt sich nicht gut an. Ich bekomme keine Luft. Ich fahre jetzt zum Arzt. Ich bin echt beunruhigt. Mir geht es hier oben nicht gut. Hilf mal mit. Benzin? Man grillt nicht mit Benzin. Auf keinen Fall. Hotdogs, die nach Benzin schmecken? Angespannt warten die Brown-Kinder auf Neuigkeiten von ihrem Vater. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate plagt ihn schwere Atemnot. Dad wollte unbedingt zum Arzt. Nicht leicht weiterzumachen, als ob nichts gewesen wäre. Bleib! Braver Hund! Zeig den Weg! Sind zurück! Geht's? Ja. Good boy, Cuppy. Kannst du wieder besser atmen? Ich atme, rede und stehe. Ich war in der Stadt, weil ich kaum noch Luft bekam. Das musste untersucht und behandelt werden. Ich habe den Ärzten gesagt, wenn ich nur ein kleines Stück laufen kann, fahre ich zurück. Punkt. Sie wollten, dass ich noch länger da bleibe. Willst du einen Stock zum Gehen? Brauche ich nicht. Wenn ich einen benutze, fällt mir das Atmen leichter. Bin kein Opa. Sie fragen mich andauernd, brauchst du dies, brauchst du das, aber dafür haben wir keine Zeit. Die Heilung kann noch Monate dauern. Musst du regelmäßig zum Arzt? Bin lieber hier. Wie wir wissen, geht's dir in der Natur am besten. Ganz genau. Das hier ist meine Medizin. Dad sollte sich Zeit zum Ausruhen nehmen und erst mal wieder richtig gesund werden. Manchmal ist die beste Medizin, die gute Bergluft zu atmen. Das haben alte Männer manchmal, aber ich bleibe. Meine Straße. Gefällt mir. Mach sie nicht kaputt. Ist doch perfekt zum Zerstören. Umarm sie. Zerschlagen ist lustiger. Wie heißt sie? Krasser Weg. Bear gehören 16 Hektar Land oberhalb der Scheune. Heute begutachtet er mit Bruder Gabe den Baugrund. Fast geschafft. Heftig. Warum ganz oben auf dem Berg? Es geht nicht besser als obendrauf. Werd dich selten besuchen. Hallo, Container. Der steht total schief. Genau. Der Transport war schwierig. Es gab keine Straße, der Container wäre fast abgestürzt. Und Dad ging es nicht gut. Doch wir haben es geschafft. Meine Idee ist, den Hügel mit dem Bulldozer zu planieren und den Container noch weiter hochzuziehen. Danach kommt der zweite. Gut? Das solltest du mit Dad besprechen. Der Hügel ist echt steil. Dad ist der Einzige, der mit dem Bulldozer den Hügel ebnen kann. Der Hang ist ziemlich abschüssig. Da könnte das Fahrzeug auch seitlich umkippen. Dad ist nicht gesund. Vielleicht ist es nicht gut, wenn er zu lange an der kalten Luft ist. Vater Billy hat nur wenig Zeit, um Bears Container umzusetzen. Warum graben wir keine ebene Fläche und stellen ihn da rein? Die dünne Luft auf dem Berg macht Billy sichtlich zu schaffen. Drehen wird schwierig, da ist nicht viel Platz. Und der Boden gibt nach. Wie hoch muss ich ihn ziehen, bevor ich ihn schieben kann? So weit wie möglich.
Augen auf. Vorsichtig. Das ist Präzisionsarbeit, die nur Dad hinbekommt. Ein paar Zentimeter daneben und der Container kippt oder der Bulldozer stürzt ab. Das schafft niemand außer Dad. Gabe, guck zu mir! Weiter! Gut, stopp! Noch ein Stück. Du stößt gegen was Großes. Da im Boden. Jetzt geradeaus. Wie geht's? Okay. Bekommst du Luft? Alles gut. Übernimm dich nicht. Geh runter, lass mich machen. Wenn du meinst. Passt auf. Also weiter. Schieb ihn drauf. Dad sagt, dass es ihm gut geht. Aber ich behalte ihn trotzdem die ganze Zeit im Auge. Gut, du schaffst das. Reicht, stopp. Bisher läuft alles bestens. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch den zweiten Container den Berg hochziehen. An diesem Ende anhaken? Ja. Ich kontrolliere die Seite mit. Gut. Ich hatte Bedenken. Bin ich fit genug? Kann ich das Ding halten? Schaffe ich das alles noch? Das ist nicht nur eine Frage der Kraft, sondern auch des Kopfes. Man muss voll konzentriert sein, weil sich sonst jemand verletzt. Sei vorsichtig. Pflügt gut über den Boden. Die Kette fasst auch gut. Zieht es runter? Stopp! Geht's? Geht. Überanstreng dich nicht. Wir können auch später planieren, wenn er oben ist. Sei mal still. Dad ist angeschlagen und geht komplett an seine Grenzen. Doch aufgeben gibt's für ihn nicht. Er will das zu Ende bringen, genau wie Bear. Weiter. Sicher? Du vorne, ich hinten. Bin ich noch der harte Wildnistyp wie vor 30 Jahren? Nein. Weiter. Ist gut, hier rüber. Aber ich will Bear und Gabe zeigen, dass sie sich nicht um mich sorgen müssen und dass ich wieder so fit bin wie sie. Passt? Passt. Ich kann gar nicht sagen, wie großartig es ist, wieder mit anzupacken und nicht nur zuzuschauen. Passt. Wieder dabei zu sein und an diesem coolen Projekt mitzuarbeiten, was will ich mehr? Super gemacht. Jetzt können wir schweißen. Sehr gut. Fahren wir runter.